Entschleunigen, Hotzenplotz. Fahr doch nicht immer so schnell. Trink doch nicht immer so viel. Das Leben wäre doch so schön. Einfach ein bisschen entschleunigen. Geh jetzt da ein bisschen ins Wasser runter. Abkühlen. Ui. Ui. Leb doch nicht so gefährlich. Wer schaut nicht zu deinem schönen Auto? Scheiße. Warum muss ich heute Turnschuhe anhaben? Abschleppseele ist auch schon parat. Ui. Wo hast du jetzt gelernt, auf die Schnur zu fallen? Dann sind wir auch schon grillieren. Jetzt habe ich keine Stühle dabei. Aber so etwas ist mir ehrlich gesagt lieber als die Aare. Das ist irgendwie über mehr das Schwarzwasser oder Sense. Das ist auch effektiv einer meiner Lieblingsorte. Seit die 8 Wege weiter runter hat es da wirklich ein schönes Becken. Eine schöne Strömung, ein richtiges natürliches Sprudelbad. Fällen. Hat sich doch gelohnt, so früh da zu sein. Das hat zwar einen bestimmten Grund. Dann macht Brünneli schon etwas ohne Grund. Ja. Leider haben sie an dieser Brücke etwas gemacht. Beide Portale sind neu. Jetzt sieht es gerade ein bisschen komisch aus. Aber hinu, das ist halt der Wandel von Zeit. So, das wäre es zur Entschleunigung. Wollen wir jetzt gerade Beschleunigung bringen? Hey, genau, das passt doch gerade. Also, ich gehe schnell höckeln. Hey, was ist das für ein schwarzer Mann? Ja, also, Story Nummer 3. Von gestern, ich bin Mech. Scheisse nochmal. Ford GT40. Legende. Phänomenal. Ich meine, hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass es ein Ford ist. Schliesslich könnte als Ford-Fan auf die Welt kommen. Oh, shit, jetzt schaue ich gerade. Das vergesse ich immer wieder. Meine Eltern hatten eine Ford Cortina. Könnte auch sollte schon noch sein, dass Brünneli in so einem Huren Ford Cortina zusammengeklebt ist worden. Ja, mal, ich würde das mal passen. Ich habe das vielleicht verdrängt. Ja, Ford GT40. Was für eine Legende. Seit wann kenne ich das? Ich habe sogar zuerst den Porsche gekannt, der Le Mans gefahren ist. Sieht aber recht ähnlich aus, wenn du mich fragst. Dann bin ich auch schon mal über die GT40 gestolpert. Ich habe nicht gewusst, dass das 40 zu bedeuten hat. Ja. Nein, ich konnte jetzt wirklich nicht mehr sagen, was die ersten Berührungspunkte etc. waren. Und vielleicht ist das dann erst, man sieht es ja auch nicht wirklich häufig. Ah, oh, ja, schon der Krampf. Oi. Das geht auch nicht. Ich muss jetzt noch ausharren mit der rechten Hand. Dann habe ich durch den Film gesehen, Ford vs. Ferrari. Unbedingt zu empfehlen, Must-See für jeden so ein bisschen Ami-Fan oder auch